Also, Mario und ich, wir sind jetzt gerade unterwegs im BMW i3. Richtig. In dem Fall im BMW i3 ohne Range Extender. Das heißt, wir haben rein nur elektronische Reichweite, ohne irgendwelche Zusatzmotoren oder. Ja. Ja. Wir fangen an oder kommen kurz zum Thema mit dem Preis. Das Fahrzeug hat einen Grundpreis von 38.000 Euro in der Variante mit diesen 170 PS. 120 Amperestunden. Amperestunden, genau. Ja. Die 184 PS liegen bei 41 Grundpreis. Ja. Wer dann noch den Range Extender haben möchte, muss nochmal 4.500 Euro oder darf nochmal 4.500 Euro investieren. Was ich der Meinung bin, für 120 Kilometer mehr macht das in meinen Augen schon Sinn. Aktuell. Du bist halt flexibler. Definitiv. Muss ja nicht unbedingt den nutzen, es ist ja eher nur, wenn was ist. So ist es. Und mit dem neuen Akku jetzt, mit dem neuen i3, kommst halt doppelt so weit wie mit dem hier. Da kommt 120, 130 Kilometer weit. Mit dem anderen kommst du halt, ja, jetzt 250 oder so, ne? 300. Und das ist halt schon eine andere Ansage. Aber dafür kostet das Design halt auch ein bisschen Kohle. Design, wenn gerade das Stichwort Design fällt, es ist ja so, der i3, der gerät ja ein bisschen in Verruf von der Form her, von dem wie er aussieht. BMW hat was gewagt, aber es scheint die Leute ja nicht abzuschrecken. Alter, das Fahrzeug wird gut verkauft. Man sieht es relativ häufig auf der Straße, das heißt, viele kann das Design nicht so stören. Im Innenraum selber, man hat Platz, man sitzt hoch. Es ist alles aufgeräumt. Wir haben zwei Displays. Wir haben ein Display fürs Tacho, für die ganze Anzeige, was mit dem Fahren zu tun hat. Ja. Wir haben ein Display für die Thematik mit dem Multimedia, Navi etc., wenn man das hat, beziehungsweise gebucht hat bei Aufpreis. Es gibt das Große und das Kleine. Ja. Ja, also man sitzt hier drin richtig, richtig gut. Das Einzige, was fehlt, ist Sound. Es ist leise. Es ist einfach nur, es ist leise. Aber es ist schnell. Aber es zischt ein bisschen. Ja, ganz leicht. Sag uns einfach 100. Ganz leicht. Nee, man muss echt sagen, also sie haben sich schon was dabei gedacht. Es ist auch zum Einsteigen hinten die Türen, die gehen nach hinten auf die hinteren Türen. Sie haben sich schon was dabei gedacht. Selbstmörder-Türen. Das ist definitiv so. Trotzdem haben sie sich was dabei gedacht. Es ist aufgeräumt, es ist gut platziert und ich finde, ja gut, man hat hier relativ viel Plastik, aber ja, sonst ist es relativ gut verarbeitet. Wir haben hier ein bisschen Leder an den Türen. Ja, also ich schraube ja auch an den Autos rum durch mein Geschäft. Ja. Mit und ja, hat so schon seine Macken ein bisschen. Was mir manchmal nicht ganz so gefällt, ist, dass das so arg rekuperiert, zu stark. Also da hat immer diese Nickbewegung drin. Ich muss immer so eine Mittelstellung finden auf dem Pedal. Ja. Wenn man damit umgehen kann, ist wie beim, sag's jetzt kurz auch, wie beim Nissan Leaf mit dem E-Pedal auch. Da musst du kaum selber bremsen. Deswegen gehen auch immer die Bremslichter mit an. Deswegen wundert euch nicht, wenn ein wenn der immer wieder mal leuchtet, die Bremslichter wieder nicht, der tippt nicht die ganze Zeit auf dem Pedal rum, sondern der geht nur vom Strompedal runter. Ah, okay. Ja, weil der so stark bremst, dass vom Gesetzgeber her die Bremslichter angehen müssen. Okay. Ja. Zum Thema Reichweite. Wir haben es, glaube ich, vorher grob angesprochen, aber ich würde noch mal ganz schön dazukommen. Wir haben in dieser kleinen Variante eine Reichweite ca. zwischen 100 und 130 Kilometer, ja, wenn man den Range Extender nicht hat. Das heißt, da seid ihr relativ beim kleinen Modell, ja, beim kleinen Modell mit einem kleinen Akku, ganz genau. Mit Range Extender könnt ihr nochmal so ca. 120 Kilometer mehr rechnen. Mhm. Aber ihr habt dann natürlich die Möglichkeit zu tanken. Das heißt, ihr kommt dann natürlich, wenn ihr danach tankt, wieder 120 Kilometer mehr. Das heißt, ihr habt da die Option, ja, zu fahren, sage ich mal ganz vorsichtig. Und ihr müsst nicht all 100 Kilometer eine Steckdose suchen oder einstecken daheim, sondern seid da ein bisschen flexibler. Ja, aber dann ist auch kein Elektrofahrer. Ist richtig. Das neue Modell mit dem großen Akku ist schon viel verfügbar, oder? Ja, ja. Okay. Aber teuer. Man darf nicht vergessen, das Auto hat eine komplette Carbon-Karosserie. Ja, ja, gut. Ja, Carbon-Chassis. Gewichtsthema, klar. Das heißt, wenn das Ding mal irgendwo angedonnert wird, dann wird es richtig teuer. Ja, ja, synchron. Synchron. Nein, aber nichtsdestotrotz, also ich finde das Auto ist gut. Es ist, der fährt Bombe. Man sitzt gut, man hat Leistung. Und das ASR kommt, ne? ESP, weil Heckantrieb. Ja, das ist alles definitiv aufgeräumt. Das Einzige, was halt das Wankel ist halt echt der Preis. Wenn man das jetzt mit anderen vergleicht. Ja, da kostet halt ein bisschen Ausstattung. Genau, ihr habt es ja im letzten Video gesehen, wo wir über Renault Zoe so gesprochen haben. 50.000 kostet halt mal hier geschmeidig. Es kostet halt einfach, ja. Wenn man richtig will. Viel, ne? Geld. Wenn man natürlich Ausstattung reinpackt, dann kostet es fast 50.000 Euro. Das ist viel Geld, vor allen Dingen für das, dass er unterm Strich
Gut, jetzt mit der neuen Reichweite wird er wahrscheinlich dann teurer sein mit dem neuen Akku, aber dann hat man wenigstens ein bisschen Reichweite, aber ist halt schon viel Geld. Ja, halt, ja, die 41,6. Definitiv. Grundpreis dann. Mit einem starken Motor. Ja, Thema Ladestation. Ich kann den daheim laden in einer normalen Steckdose. Das wird wahrscheinlich alles dabei sein, ne? Ja, es kommt drauf an. Also man kann den mit Notladekabel, nennt sich das, Typ 2 auf Schuko. Dann hast du die Möglichkeit, ganz normal Typ 2 zu laden. Ja. Und du hast die Möglichkeit, noch CCS zu laden. Das kann man dazu kaufen. Dann ist es so ein breiter Stecker. Sieht aus so ähnlich wie eine 8. Ja. Und das ist dann halt Schnellladen. 50 kW. Und ist schon ja, relativ weit verbreitet in Europa. Nicht so ganz wie Chademo. Typ 2 genauso. Kein Thema. Ja, also das kann man zubauen, hat man halt nochmal eine schnellere Lademöglichkeit. Zum Thema Laden, da werdet ihr gleich lachen, aber das habe ich mich früher auch immer gefragt, wo das Thema aufgekommen ist. Da denkst du immer, ja, jeder kann hingehen und kann das hier ausstecken, wenn ich irgendwo laden bin. Ist natürlich nicht so. Also die Fahrzeuge, wenn die abgeschlossen sind, sind die Stecker gesichert. Das heißt, ich kann das nicht ausstecken als fremde Person. Ja, das heißt, ihr steckt ein an die Ladestation, sei es an irgendeiner Tankstelle, sei es an irgendeinem Ladepoint, die es in ganz Deutschland, in ganz Europa, wo auch immer gibt. Ja, je nachdem, wo ihr hinfahrt. Ja. Und dann steckt ihr ein, schließt das Fahrzeug ab und dann ist das gesichert. Ob das jetzt mit dem Fahrzeug abschließen geht oder ob das halt nach einer gewissen Zeit zugeht, das kann ich nicht beantworten. Ja, der verschließt sich, sobald du eigentlich reinsteckst, in die Ladebuchse reinsteckst, dann verschließt er sich, dann leuchtet der i3 hinten kurz auf, orange, dann kommuniziert er kurz mit dem Auto und wenn es dann blau blinkt, dann lädt er dann auch und dann ist er auch verschlossen. Kann es nicht mehr rausziehen. Genau, also da kann dann nichts mehr passieren. Aber sobald man das Auto zum Beispiel aufmacht oder den Stecker zieht, jetzt zum Beispiel in der Steckdose, dann geht die Sicherung auf. Okay. Ja. Also das heißt, da braucht ihr keine Sorgen machen, da kann niemand, könnte niemand irgendwas machen. Das ist so ein Thema, rausziehen, wo man auch mal drüber sprechen sollte. Ja, ist so. Das ist ein bisschen ärgern, ne, den heutzutage Nachbarn. Ist nicht mehr selbstverständlich, deswegen wollte ich das Thema gerade mal kurz ansprechen. Aber wie schon gesagt, da seid ihr dann 100% sicher. Der Ladezyklus, wenn er leer ist zum Vollladen, wie lange dauert das? Im schnellsten Fall oder im langsamsten Fall, wenn ich ganz normal über eine stichnormale Steckdose lade? Über die Steckdose braucht er schon seine, ich sag mal locker, 10 bis 15 Stunden. Okay. Ja, also da also geht nicht viel Kilowatt durch. Ja. Ein halber Tag. Ja. Und locker. Ja, also ein halber Tag geht er locker drauf. Und mit CCS Schnellladen ist das Ding halt in einer Stunde voll. Komplett. Ja. Okay. Er ladet auf 80% und dann laden sie ganz langsam hoch. Geht nur bis 80%. Wahrscheinlich um die Batterie zu schützen, ne? Genau, weil du kannst nicht 100% voll reinballern und dann auf null. Das tut nicht gut. Okay, verstehe. Du musst auch, wenn du Sport machst und du lange rennst schnell und du dann musst ja kurz auslaufen. Das musst du dann sofort abstoppen, weil das, dann kriegst du einen Krampf oder so. Deswegen laufst du auch nochmal schön aus und so ist mit dem Akku eigentlich auch. Also 80% in einer Stunde, ich sag mal, das ist ganz vorsichtig gesagt ein Wort. Das heißt, da kann man dann schon auch ein bisschen planen, wenn man doch mal vorhat, mit diesem Stück ein paar Kilometer länger zu fahren. Da sucht man sich halt die Strecke raus, sucht sich halt die Punkte raus, genau. So wie ihr es in euren Checks auch macht. Genau. Dann kann man natürlich, wenn man das gut timet, auch eine längere Strecke fahren. Das ist ein bisschen entspannter, ja. Ne? Muss halt öfters was essen. Definitiv. Ja. Ich bin mal, wie schon gesagt, gespannt, was hier als nächstes kommt, was BMW noch so macht. BMW hat ja noch den i8 im Programm. Ist natürlich ein Thema, wo irgendwo bei 140.000 Euro, soweit ich weiß, liegt, ganz grob. Ja, das ist natürlich kein Alltags-Elektroauto. Ja, man kann nicht wirklich laden. Ja, gut, wahrscheinlich auch wieder hier nach Ausstattung. Man kann nicht wirklich laden, das heißt, das ist eher so das sportliche Elektroauto, sage ich mal ganz vorsichtig. Es ist ein Lifestyle-Renner, weil es ist ja eigentlich, wird er ja vom Benzinmotor angetrieben und der Elektromotor unterstützt. Richtig. Also ist eigentlich ein Hybrid. Ja. Ich denke aber, dass BMW in die Richtung auch noch weiter investieren wird. Die werden da sicherlich noch ein paar Modelle bringen. In den nächsten Jahren wird man sehen, was passiert. Gezwungen sind sie unterm Strich alle. Ich meine, die Diesel-Thematik, die lässt ja gerade nach. Leider, ja. Deswegen sind wir gespannt. Jetzt würde ich sagen, machen wir gar nicht groß weiter. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch einen schönen Mittag und wir sehen uns dann wieder in einem unserer nächsten Videos, würde ich sagen. Bis bald. Ciao. Ciao.